Blendgranate meine ich. Hallo? The Grudge? Niemand? Okay. Überspringen. Mhm. Mhm. Alles klar. Logisch. Na dann auf mal runter, ne? Warum erinnert mich das jetzt an Indiana Jones? Ich glaube, der erste war's. Der erste. Hier steht, weit oben ruht die Gabe für den Löwen. Auf der Rückseite steht nichts mehr. Wow, so ein Riesentext und da steht, weit oben ist die Gabe für den Löwen. Alles klar. Also entweder bricht es hier irgendwann ein. Oder ich höre irgendwas durch die Wand sich bauen. Logisch, klar, die sind auch hier unten. Natürlich, die haben ja auch sonst nichts zu tun. Die Frage lautet jetzt, wen hat das jetzt aufgeschreckt? Ich glaube, das hat den Typen da oben aufgeschreckt. Zack. Ja, absolut. Absolut unvorstellbar, ja. Mit der Kettensäge läuft da oben immer noch rum. Bitteschön, wenn es ihm Spaß macht. Hey, Dude, what up? Ich hab da ein paar Kugeln für dich. Ich glaube, das ist der Typ, dem wir die ganze Zeit schon auf die Fresse gegeben haben. Er hat anscheinend nichts aus seinen vorherigen Strafen gelernt. Boah, der eiskalte Killerblick von Leon S. Kennedy. Du bist ein ganz süßer. Komm, fall doch mal hin. Hast du fein gemacht. Ah, steht er nochmal auf? Ja. Gut. Eine Kugel habe ich noch, es sei denn, du stirbst jetzt. Okay, das ist die letzte Warnung. Und das hat er anscheinend akzeptiert. Ein absolut vertrauenswürdiger Mann. Der weiß, wann er aufzuhören hat. So, jetzt aber. Hier befindet sich ein Seidenkristall. Und hier irgendwo noch eine Bärenfalle. Hoch zu dem Typen würde ich persönlich gesagt auch gerne mal. So, okay. So. Sonst ist hier keiner. Okay. Dann klettern wir mal hinauf.
Wir haben den Schlüssel für die Mine erhalten. Okay. Leute. Ah, da kommen sie wieder die Leiter hoch. Hui. Hui. Habt ihr das jetzt verstanden oder? Kann ich die umwerfen? Oh, die kann ich umwerfen. Ausspringen. Und versteckt sich perfekt. Hinter der Mauer. Komm, dann stellen wir die gerade wieder auf, denn ich würde gerne mal da oben runter. Und mal gucken, was da ist. Wahrscheinlich der Ausgang. Aber nett, dass wir Monsieur Kettensägenmann. Kopieren. Genau, kombinieren wir doch erstmal für das nächste grüne Kraut, das wir finden werden. Oder ist der Typ nicht despawned? Das wundert mich. Und geschweige denn auch überhaupt nichts fallen gelassen hat. Oha, das erklärt. I. Nee. Guess. Piss dich. Alter Bastard. Nee, hey, Kettensäge, wollte ich eigentlich sagen. Alter, so viele scheiß Granaten. Viel Munition. Womit habe ich das denn verdient? Ah, und hier stand dann der Typ. Okay. Gut, dann nehmen wir doch mal hier den Schlüssel und begeben uns mal in die Mine. In die richtige, so wie es jetzt scheint, obwohl ich eigentlich dachte, das wäre die vorhin gewesen. Aber gut, wenn das Spiel meint nö, dann muss ich mich damit wohl zufrieden geben. Hier ist niemand. Tatsächlich erinnert mich das weder einerseits an Indiana Jones, andererseits allerdings auch an Tomb Raider 3 von der Soundkulisse her. So, jetzt aber. Oh. Da ist irgendwas in mir. Was mich nicht ärgern sollte. So. Verpiss. Oh, macht das mies Damage. Das sind auch noch zwei Viecher. Uah, unangenehm. Unangenehm. Sag ich euch, Kines. Da einfach da drin versteckt. Ach! Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Okay, gut. Dann war's das. Für heute. Nee. So, und hier ist jetzt besagte Opfergabe für den Löwen, oder was? Auch wenn es hieß, die sei weiter oben. Aber wir begeben uns eigentlich nur weiter runter. Und dass hier so der Sand von der Decke bröselt, gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe auf irgendein Panic-Event. Okay, gut, dann betreten wir mal diese Türe.
Oder die Opfergabe des Löwens. Also kann ja sein, dass wir uns hier, indem wir uns hier unten durch die Mine hinfortschreiten, dass wir dann irgendwann auf den Aufzug kommen, der uns ganz nach oben auf den Turm bringt. Auch wenn das hier jetzt gerade ziemlich grisselig aussieht. Oh, das sieht nach Spaß aus. Aha. Okay, hallo. Betätigen kann ich jetzt da so nichts. Aber hier kann ich rüber. Und hier... Hä? Hä? Super. Hier, hallo, du brauchst nur rauszuklettern, Kennedy. Bist du irgendwie doof? Ich probiere jetzt mal... Oh, da liegt grünes Kraut. Das sollte ich mitnehmen. Okay, gut, drüber komme ich nicht. Das heißt, ich schieße jetzt mal drauf. Was auch nur funktioniert. Was mir ehrlich gesagt Sorgen bereitet. Oh. Sympathisch. Auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Oh, oh nein, oh nein. Oh, 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 scheiße. Sag mal, wie viele kommen hier denn? Alter, so viel Geld. So. Jetzt mal die Pumpgun nachrüsten. In der Hoffnung, dass uns die ein bisschen mehr bringen wird. Puh. Was witzig wäre, wenn die uns jetzt mit anderen Waggons verfolgen würden. Was ich gerade weniger witzig finde, dass hier wieder blinde Passagiere drauf wollen.
Ah, fuck, 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 fuck. Nein. Ganz schlechte Idee, Madame. Ganz schlechte Idee, Brandgranate. Blendgranate. Normale Granate. Pumpgun. Pistole sollte, denke ich, jetzt doch was machen. Na nö, was war das denn? Was zum Fick? Huch! Was passiert hier? Super, in der Situation, wo ich keinen der Zombies treffen kann, aber sie auch nicht mich. Da lag Munition. Ja, ich verstehe manchmal nicht, was mit meiner X-Taste los ist. Manchmal verstehe ich. Hallo Freunde. Wir sind zurück. Ihr seht, ich habe den Controller angeschlossen, weil mein X-Taste richtig reagiert hat. Ich musste das jetzt noch einmal wiederholen. Habe jetzt richtig auf die Viereck-Taste gehauen, auch wenn das X ist auf dem Xbox-Controller, aber spiele mit PlayStation-Controller. Hab richtig auf die Tasten gehauen. Ach du heilige Mutter Gottes. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Richtig frustrierend, diese Strelle. Richtig frustrierend, diese Strelle. Jawohl. Und da ist es, die Opfergabe des Löwens. Boah, diese Stelle war zum Glück überhaupt nicht nervig. Eigentlich will ich nur noch speichern, damit ich die Stelle nie wieder machen muss. Oh Gott, so nervig. Aha. Also man kann den Weg hier unten also auch schon... Nee, hä? Das war vorhin doch nicht so. Naja. Sie ist verschlossen. Hier steht, gib dem Löwen die Opfergabe. Jawohl, die Opfergabe haben wir. Nice. Bitte sag mir, dass dahinter ein Händler oder sowas ist. Ein Aufzug. Ist nicht gerade vertrauenserweckender. Auf den Ton hinauf. Ende von Kapitel 4-3. Meine Trefferquote wurde jetzt deutlich verniedrigt. Naja, kann mir ziemlich egal sein. Verlorene Leben 8, ja. 8... Versuche einmal gebraucht. Speichern, jawohl. Bloß. Speichern. Heiliges Blechle. Na, hallo im Turm. Na, hallo Pistolenmunition. Ich will gar nicht speichern, warum auch? Ich will eigentlich nur die Pistolenmunition. Ach du heilige Mutter Gottes. Was? Ach du heilige Scheiße. Das ist ja riesig hier. Ich hoffe, hier oben gibt es wenigstens noch einen Händler, weil dann hätten wir wenigstens noch mal einen Grund, nochmal zu speichern. Gut, also ein Händler sieht nicht danach aus. Aber wenigstens Munition. Ja, die Pumpgun kann ich jetzt auch mal wieder nachladen. Wenigstens haben wir wieder alles so wie vorher. So wie wir es eigentlich angegangen sind. Finde ich ziemlich witzig, dass ich es im Endeffekt so geschafft habe. Weil ich habe die meiste Zeit eigentlich nur darauf gedacht, dass ich die Gegner von den Bahnsteigen, nenne ich es jetzt mal, runterballer. Das ist ein riesiges Gebilde. Der rammt uns bestimmt jetzt schön die Tür ein. Okay. Wir werden wegrennen, während... Oder? Ne, bekommen wir nicht aktiviert. Schade.
Okay, gut. Dann speichere ich doch mal lieber vorher. Einfach, weil wir die Munition alles hier gefunden haben, also. Warum nicht? Puh. Okay, gut.